Herzlich willkommen zum Kyocera Webcast Ordnung mit System, wie Sie revisionssicher archivieren. Mein Name ist Christoph Kubot, ich bin Business Consultant DMS ECM bei der Kyocera Document Solutions. Tätigkeitsschwerpunkte hierbei sind zum Beispiel tägliche Beratungsgespräche zum Thema Dokumentenmanagement in Unternehmen aller Größen und in Abstimmung mit unseren Analysten eine bedarfsgerechte Sollkonzeption für Ihr Unternehmen. Ich freue mich auf die nächsten 15 bis 20 Minuten, in denen ich versuchen werde, Ihnen zu erläutern, warum die revisionssichere Archivierung und die Suche nach Dokumenten für die Unternehmen so wichtig ist. Die Themen heute sind Ursprung des Bürowerkzeugs, Status quo, wo stehen wir heute eigentlich, aktuelle Herausforderungen, welche Anforderungen, gesetzlich oder fachbezogen, ergeben sich daraus, Eindrücke aus der Praxis, gibt es Lösungseinsätze, wie können diese aussehen und Case Studies aus unserem Smart Business Blog. Zum Start habe ich Ihnen mal drei klassische Gegenstände aus dem Büroalltag mitgebracht. Die Betonung liegt hier auf klassisch. Die Büroklammer, der Aktenordner, der Locher. Die Büroklammer wird seit 1890 produziert. Der Aktenordner seit 1886 hergestellt. Ebenfalls seit 1886 gibt es ein Patent für den Locher. All diese Utensilien sind noch heute im täglichen Einsatz in allen deutschen Büros. Was ist seitdem passiert? Damit Sie mal so einen kleinen Einblick bekommen, was alles eingeführt wurde, welche Erfindungen es seit der Büroklammer gab, habe ich Ihnen auch hier mal ein bisschen was zusammengestellt. Wir haben den Kaffeefilter, den Fernseher, das Düsentriebwerk, der erste Computer, Airbags und die MP3. Und dann noch Sie hier, die PDF oder PDF-Rechnung. Der Erzfeind aller Unternehmen ohne DMS. Wir konnten uns also in allen Lebensbereichen deutlich verbessern, wurden moderner, komfortabler, sicherer und effizienter. Nur im Büro bearbeiten wir aktuelle Vorgänge und Dokumente mit 130 Jahre altem Equipment. Wir haben also Büroklammer, Ordnerlocher auf der einen Seite, die PDF auf der anderen Seite. Was stellen Sie fest? In Zeiten der Digitalisierung reichen diese Utensilien einfach nicht mehr aus. Insbesondere vor dem gesetzlichen Hintergrund. Stichworte sind hierbei GOBD und EU-Datenschutzgrundverordnung. Hinzu kommt, dass Kunden heute eine deutlich höhere Erwartung an die Reaktionsfähigkeit der Unternehmen haben als noch vor ein paar Jahren. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Mitarbeiter in unserer Umfrage angeben, bis zu 2 Stunden am Tag mit administrativen Tätigkeiten zu verbringen. Das sind Dinge wie Drucken, Lochen, Tackern, Heften, Ablegen, Suchen. Wenn man bedenkt, dass ein durchschnittlicher Arbeitstag 8 Arbeitsstunden hat, reden wir hier von 25% Arbeitszeit. 25%. Das schauen wir uns nun mal im Detail an. Die befragten Mitarbeiter wurden gebeten, die Tätigkeit mit dem höchsten Verbesserungsbedarf zu nennen. Hier sind die Ergebnisse. Auf Platz 1, und das deckt sich mit den täglichen Erfahrungen, die wir in den Gesprächen in Ihren Unternehmen machen, die Suche. Die Suche ist in jedem deutschen Unternehmen ein Thema und ein unglaublicher Zeitfresser. Auf Platz 2 die aufwendige und manuelle Archivierung von Dokumenten. Ich habe es eben schon aufgezählt, Lochen, Tackern, Heften, all Dinge, die so heute nicht mehr sein müssen. Auf Platz 3 der Zugriff auf Dokumente, auch organisations- oder abteilungsübergreifend. Wie stellen Sie sicher, dass Dokumente aus verschiedenen Standorten zusammenlaufen oder dass Mitarbeiter an verschiedenen Standorten Zugriff auf eine Datenbank haben? Punkt 4 die Versionierung. Wer kennt es nicht? Sie haben eventuell Vertragsentwürfe oder Kalkulationen als Excel-File irgendwo im Netzwerk liegen. Dort finden Sie dann üblicherweise eine finale Kalkulation, eine wirklich finale, eine jetzt aber richtig finale Kalkulation. Wissen Sie, was tatsächlich der letzte Stand war oder was Grundlage war für das Angebot, das in den Kunden gegangen ist? Wer hat wie wann was in dieser Datei geändert? Auf Platz 5 die Dokumentensicherheit. Schlecht, wenn ein Unternehmen nicht für die Sicherheit sensibler Daten bürgen kann. Sehr schlecht, wenn man die EU-Datenschutzgrundverordnung im Hinterkopf hat. Punkt 6, auch ganz wichtig, Abstimmung oder protokollierte Freigaben. Das können dann so ganz profane Dinge sein, wie ein Rechnungseingangsprozess zum Beispiel, der digital erledigt wird. Im Kern sind das auch genau die Punkte, auf die meine Kollegen und ich immer und immer wieder angesprochen werden, in den Gesprächen mit Ihnen, Ihren Kollegen oder Ihren Mitarbeitern. Darüber hinaus birgt ein manuelles Handling auch immer Fehlerquellen. Wir haben Gefahr von Qualitätsverlusten oder auch lange Wartezeiten, die dann zulasten der Kundenzufriedenheit gehen. Die gerade genannten Herausforderungen ergeben sich aus 2 Kategorien interner und externer Anforderungen. Wir haben hier das fachliche Interne,
zum Beispiel Effizienzgewinne. Ja, durch Digitalisierung und Automatisierung werden sie effizienter. Das heißt, die Mitarbeiter können sich um die Kernaufgaben kümmern und sie sich um das Wachstum ihres Unternehmens. Gesetzlich ist im Prinzip die Erfüllung aller Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in Deutschland. Auch ein einfaches Handling durch intelligente Workflows hilft vielen Unternehmen. Oftmals ist es so, dass Dokumente, wie zum Beispiel Rechnungen, in einer Umlaufmappe durchs Haus getragen werden und so freigegeben werden. Das heißt, in der Zeit, wo der Mitarbeiter durchs Haus läuft und Papier von A nach B trägt, kann er seine eigentlichen Kernaufgaben nicht erledigen. Hier bietet es sich an, Dokumente elektronisch zu versenden. Workflows sind mittlerweile kinderleicht einzurichten. So profitieren Sie auch von einer höheren Effizienz. Und dann haben wir immer noch die Controlling-Komponente. Sie erhalten eine sehr, sehr hohe Transparenz und Einblick in Ihre Prozesse, haben einen Blick auf Kosten, Servicequalität und auch die eigenen Compliance-Richtlinien. Dann gibt es noch die andere Seite, die gesetzlichen Anforderungen. Das sind, wie eben schon aufgezählt, unter anderem die EU-Datenschutzgrundverordnung, die GOBD-Verordnung und Aufbewahrungsfristen. Verbraucher haben ein Auskunftsrecht. Die Firmen sind verpflichtet, alle personenbezogenen Daten auf Verlangen herauszugeben. Wissen Sie, welche Daten Sie heute im Unternehmen haben? Wie stellen Sie sicher, dass diese Daten tatsächlich alle vollständig aufgefunden werden können? Außerdem können Verbraucher verlangen, dass ihre Daten komplett gelöscht werden. Man spricht hier vom Recht auf Vergessenwerden. Ja? Die Sanktionen, die die EU-Datenschutzgrundverordnung mit sich bringt, haben es auch in sich. Bis zu 20 Millionen Euro pro Verstoß, alternativ 4% vom Jahresunternehmensumsatz. Die GOBD sollte für Sie auch nichts Neues sein. Seit dem 01.01.17 gilt die für alle Betriebe mit Sitz in Deutschland. Sie regelt den Umgang mit allen steuerrechtlich relevanten Informationen, die auf elektronischem Wege in Ihr Haus kommen. Zu guter Letzt Aufbewahrungsfristen. Auch ein Thema, auf das wir immer und immer wieder angesprochen werden. Wie sorgen Sie dafür, dass zum Beispiel Bewerbungen automatisch nach 6 Monaten gelöscht werden? Durch eine manuell erstellte Erinnerung in Outlook oder durch Pflege einer Excel-Tabelle? Sehr aufwendig und komplett fehleranfällig. Wenn Sie das so machen, setzen Sie hier gerade ein Hilfsmittel ein, was jetzt nicht allzu weit von der Büroklammer entfernt ist. Ein weiterer Punkt, ich habe es eben schon angedeutet, die Informationsverteilung auf verschiedene Systeme. In 80% der Unternehmen, wo wir ein- und ausgehen, ist es so, dass Informationen zum Teil auf dem Schreibtisch liegen, in Ablagekörbchen, wir einen Teil haben im Archiv oder im Aktenschrank. Ein weiterer Teil liegt im Netzwerk, auf dem File-Server. Und zu guter Letzt haben wir noch E-Mail-Postfächer, wie zum Beispiel in Outlook. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter irgendeine Information sucht, muss er erstmal überlegen, wo suche ich? Wenn es ganz schlecht lief, musste Frau Müller mit dem großen Archivschlüssel kommen und es ging erstmal eine Woche zur Suche in den Keller. Viele Kunden kommen auch auf uns zu, weil sie ihren Rechnungseingangsprozess digitalisieren wollen. Hier besteht das größte Potenzial. Die Menge der elektronisch versendeten Rechnungen nimmt immer mehr zu. Dann gibt es Unternehmen, die diese Rechnung ausdrucken, um sie weiterverarbeiten zu können. Dass wir hier einen Medienbruch erzeugen, der so überhaupt nicht mehr sein muss, ist uns allen klar. Oftmals haben wir auch gehört, ich bin revisionssicher, ich habe alle PDF-Rechnungen im Netz liegen oder liegen bei mir in meinem Outlook-Archiv. Ja, ist super, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nein, ist absolut nicht revisionssicher. Wie Sie revisionssicher arbeiten können, sage ich Ihnen jetzt. Unser Lösungsansatz für kleine und mittelständische Betriebe ist der Kyocera Workflow Manager. Der Workflow Manager sorgt für eine einfache Anbindung und Archivierung aller Belege. Ja, die Daten haben Sie durch die Volltextsuche sofort wieder im Vollzugriff. Das System bringt eine klare Ablagestruktur mit. Es gibt vordefinierte Akten, eine Lieferantenakte, eine Kundenakte, eine Vertragsakte, eine Personalakte. Ja, und das Schönste ist, das System ist innerhalb von wenigen Arbeitstagen bei Ihnen installiert, die Mitarbeiter wurden geschult und es wurde Ihnen sogar eine Dokumentation erstellt. Ich habe Ihnen ja eingangs ein paar Praxisbeispiele versprochen. Eines davon ist der Abfallentsorgungsverband Schwarze Elster, der mithilfe des Workflow-Managers seine Dokumentenprozesse optimieren konnte. Der Verband hatte das Problem, dass Dokumente, insbesondere Rechnungen, zwischen 2 Standorten, die ca. 20 Kilometer auseinander liegen, ständig ausgetauscht werden mussten. Das führte zu langen Durchlaufzeiten, Bearbeitungszeiten und auch Skontoverlusten. Hier sind wir mit dem Workflow-Manager zunächst in der Buchhaltung gestartet. Das hatte vorerst 3 Effekte. Die Durchlaufzeiten, Bearbeitungszeiten haben sich drastisch reduziert, Skontoverluste konnten minimiert werden. Die Ablage ist nun komplett rechtssicher, entspricht auch allen Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung. Die Mitarbeiter finden Informationen sehr schnell, auch in Abwesenheit oder Urlaub ihrer Kollegen. Und auch die Kunden profitierten von der erhöhten Auskunftspflicht. Die anderen Abteilungen waren so begeistert, dass der Kunde im Nachgang weitere Module des Workflow-Managers in seinem Unternehmen implementieren konnte. Das Schöne am Workflow-Manager ist, das System ist modular aufgebaut. Das heißt, Sie bestimmen den Umfang selber.
Dadurch ist das System nicht nur für mittelständische, auch für sehr kleine Kunden interessant. Dieses und weitere Fallbeispiele finden Sie in unserem Kyocera Smart Business Blog. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich. Damit kommen wir für heute zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mitgeben, dass das Thema Revisionssicherheit jedes Unternehmen betrifft. Sollten Sie jetzt sagen, bei mir gibt es keinen Handlungsbedarf, meine Ablage ist in Ordnung, dann probieren Sie mal bitte Folgendes. Gehen Sie mit einer Stoppuhr zu einem Mitarbeiter und bitten den, alle im Unternehmen befindlichen Informationen über einen x-beliebigen Kunden zu suchen. Schauen Sie mal, was passiert. Wenn ein Mitarbeiter fertig ist, bitten Sie den, diese Liste zu unterschreiben und zu bestätigen, dass das tatsächlich alle vollständigen Informationen über diesen x-beliebigen Kunden sind. Wenn die Suche länger als 2 Sekunden gedauert hat oder Sie daran zweifeln, dass der Mitarbeiter Ihnen diese Liste unterschreibt, haben auch Sie Handlungsbedarf. Bei Fragen oder Anregungen dazu stehen Ihnen meine Kollegen und ich aus dem DMS-Team gerne jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank, bis bald.